Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Georgies Kanal. Heute geht es einmal um diese Palme. Ich möchte einmal zeigen, wie eine Palme wieder hübsch hergerichtet wird. Und zwar geht es um diese toten Äste da oben. Und da sitzen ganz, ganz viele Samen auch drin, da oben. Vielleicht kann man das so leicht erkennen, auf dem größeren Bildschirm bestimmt. Und das muss hin und wieder da sauber gemacht werden. Da arbeitet sich ein Mitarbeiter heute hinein. Und der ist damit beschäftigt, diese Palme in einen ordnungsgemäßen Zustand wieder zu versetzen. Interessant ist es, wie er da hochsteigt. Er wird natürlich von unten assistiert von einem zweiten Mitarbeiter, der das ganze Material da zusammensammelt und was dann natürlich entsorgt werden muss. So eine Palme wirft unheimlich viele Samen ab und diese Samen verschmutzen das ganze darunterliegende Areal. Und man sieht hier, wie er sich nach oben arbeitet und entfernt zunächst die überflüssige Rinde und dann arbeitet er sich vor zu den Ästen, die da raus können und sägt das Ganze ab oder manchmal bricht das auch ab. Die Rinde wird so abgehobelt, beschreibe ich das mal, laienhaft. Interessant ist das auch, wie er da hochkommt, nämlich mit so Steigeisen. Zusätzlich ist er noch an einem Seil da oben gesichert. Das muss auch sein, denn das sind mal locker so zwischen 15 und 17 Meter da oben. Von unten da hochzuschauen ist ja das eine, aber wenn du da oben bist und schaust runter, da wird einem schon mulmig, wenn man das nicht gewohnt ist. Aber ja, diese Mitarbeiter, die machen das tagtäglich, machen nichts anderes außer Palmpflege in der Regel. Dazu kommt natürlich Wind, aber ansonsten kein Regen hier auf Mallorca, sondern Temperaturen von über 30 Grad, wie gehabt. Ja, und so sehen wir hier, wie er sich Schritt für Schritt nach oben arbeitet. Das ist übrigens nicht die einzige Palme, die hier steht, sondern die gehen so Palme für Palme durch. Und mit ein bisschen Vorbereitung und Nachbereitung ist es mindestens eine Stunde, die hier benötigt wird für eine Palme. Und die Mitarbeiter wechseln sich ab. Sowohl der eine als auch der andere steigt mal da oben hinauf. Die sehen alle ähnlich aus. Haben die ähnliche Höhe und der Stamm, der ist betonhart, also etwas Vergleichbares kenne ich quasi gar nicht.
Können wir den Mitarbeiter mal ganz gut von hinten sehen. Ja, das ist natürlich, das haben die selber gesagt vorher, alles Gewohnheit. Ich kenne auch niemanden, der da hochsteigt und der diesen Job nicht beherrscht. Also so Amateure tun das nicht. Oder dass jemand seine eigene Palme im Garten wieder herrichtet. Das gibt es bestimmt ganz, ganz selten. So ein Ding darf man auch nicht einfach fällen. Die sind alle verzeichnet und wenn da einer illegal seine Palme fällt, da kann es schon mal Ärger geben, weil er sagt, oh, die macht so viel Schmutz. Da sehen wir das, was er gerade da runtergeworfen hat nochmal. Die möchte ich eigentlich gar nicht mehr haben, das ist nicht so einfach. Und wenn so eine Palme gefällt wird, dann ist man so in der Regel mit ab 800 bis zu 1500 Euro eigentlich dabei. Das ist so ungefähr die Größenordnung. Aber eher liegt man über 1000. Also bei 800 ist man eher bei einer kleineren. Aber wenn die noch gesund sind und diese ist gesund, auch wenn da mindestens ein Drittel drin hängt, was nicht so gut aussieht. Nochmal die Position gewechselt, da können wir sehr gut sehen, wie er das Zeug daraus friemelt. Ich war ja gerade in Calamior und da sieht man ja unheimlich viele, nicht nur da, aber auch da unheimlich viele Palmen, gerade in Strandnähe. Und die wurden ja im Frühjahr da alle schon gepflegt oder auch im Winter. So dass, wenn die Saison beginnt, dass der Urlauber denkt, so gehört das und so sieht das hier immer aus. Nee, da muss jedes Jahr ordentliche Pflege stattfinden, sonst sehen die Palmen nicht so gut aus. Und man mag sich gar nicht vorstellen, wie oft da schon jemand hochsteigen musste, damit der Baum so groß wird, wie er jetzt ist. Und er sieht immer schöner aus. Diese Steigeisen sind ganz gut zu erkennen. Die sind gar nicht mal so dick, sind so ganz flache Ringe. Und dazu hat der ganz unten so einen Tritt, wo er mit den Füßen reinsteigt, die ihm dann diese Standfestigkeit geben. Das lässt er jetzt runter. Das braucht er jetzt nicht mehr, nimmt der Kollege unten an und wird alles aufgeladen, zum nächsten Baum übergegangen. Ja, also sieht ganz toll aus, der Baum jetzt hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, würde mich riesig freuen. Wer Georgies Kanal nicht kennt, ist herzlich eingeladen, den zu abonnieren, würde mich noch mehr freuen. Ich sage von hier und heute tschüss, adios und bye bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgies Kanal. Da zeigen wir die Orte, wo Palmen stehen wieder. Macht's gut. Servus.